Wir hatten uns ja gestern JavaScript recht detailliert angeschaut, anhand der Folien, und ich habe immer so ein paar Live-Beispiele gezeigt in der Browser-Konsole und ein paar auch mit Node.js außerhalb des Browsers. Ich hatte angedeutet, dass man JavaScript, ich zeige das mal ganz kurz auf den Folien, ich hatte angedeutet, dass JavaScript gerne verwendet wird, hier im Zusammenhang mit HTML, CSS und eben JavaScript, ne? Das hatte ich ja gestern gesagt. Und dazu hatten wir uns gar kein richtiges Beispiel angeguckt. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Deswegen wollte ich mir heute einmal kurz ein kleines Beispiel mit euch angucken, was ich ja irgendwann mal programmiert hatte. Ich bin ja so ein Mensch, der gerne, keine Ahnung, Logik mag und Parser und Mathematik und so ein Zeug. Und ich habe hier mal so eine kleine Webseite gebaut. Die URL seht ihr hier oben. Man kann also bei GitHub nicht nur sagen, ich will ein GitHub-Repo für die oder ein Git-Repo für die Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern, sondern man kann sich auch hier so ganz einfache Webseiten quasi hosten, wenn man so will. Dann ist die URL leicht anders. Und da ist also tatsächlich in diesem Ordner drin, da könnten wir eigentlich mal kurz reingucken auf GitHub. Das ist hier ja trotzdem irgendwo. Repositories, dann müsste das hier irgendwo sein. Da. Genau, wenn man da mal reinguckt, dann seht ihr, das ist jetzt genau diese Dreifaltigkeit, die auf den Folien drauf stand. Also es gibt einmal eine HTML-Datei, dann gibt es eine CSS-Datei und es gibt eine JavaScript-Datei. Genau, ihr seht, das Projekt ist schon ein bisschen älter. Kleines Spielprojekt. Okay, in die Dateien werden wir gleich auch noch auf meinem Rechner reingucken, aber ihr könnt es eben auch genauso nachvollziehen, ne? Entweder live bei GitHub oder ihr klont euch das einfach mal auf euren Rechner. Gut. Welchen Sinn hat jetzt diese kleine Web-Anwendung? Man sieht hier erstmal einen Haufen Zahlen. Tatsächlich sind das 16 Spalten, die jeweils aus vier Zahlen bestehen. Hier oben seht ihr einmal acht solcher Spalten und hier unten sind die nächsten acht Spalten. Das war jetzt einfach aus Platzgründen. Ich wollte nicht 16 nebeneinander knallen, das hätte niemals gepasst. Und ihr seht, dass sämtliche Kombinationen von Nullen und Einsen hier aufgezählt sind. Also hier ist alles 0, hier ist alles 1. Und wenn man das so als Binärzahl interpretieren würde, dann wäre hier die 0, hier die 1, hier die 2, hier die 3, hier die 4, hier die 5, die 6, die 7, die 8, die 9, die 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, wenn man so ein bisschen binär noch fit ist. Hatten wir mit Carol ja auch mal, glaube ich, irgendwann geübt. Okay, ich fange einfach mal an, hier um was einzutippen. Ich tippe einfach mal A ein. Und ihr seht jetzt hier quasi den Wahrheitsverlauf der Formel A. Das sieht so ein bisschen langweilig aus, deswegen tippe ich vielleicht mal noch ein bisschen mehr ein. Wie wäre es denn zwischen mit A und B? Hier seht ihr den Wahrheitswertverlauf der Formel A und B. Also, in den ersten beiden Zeilen hat A den Wert false und in den unteren beiden Zeilen hat A den Wert true. Das sieht man eigentlich hier ganz gut, ne? In den oberen beiden Zeilen hat A den Wert false. In den unteren beiden hat A den Wert true. Wenn ich mir das für B einmal ganz kurz angucke, dann seht ihr, dass es hier immer abwechselnd ist. Also in der ersten und dritten Zeile ist es false, in der zweiten und vierten ist es true. Und dadurch könnt ihr jetzt, wenn ihr euch mal das hier anguckt, diese beiden Spalten, kann man jetzt sämtliche Kombinationen von A und B auf diese vier Zeilen verteilen. Also in der ersten Zeile sind A und B beide 0, in der zweiten Zeile ist nur B1, in der dritten Zeile ist nur A1. Und in der vierten Zeile sind beide 1. Und 0 steht eben für false und 1 steht für true. Ja, und was bedeutet jetzt diese Spalte zum Beispiel? Nur in der letzten Zeile, wo a und b 1 ist, ist die Formel a und b eben auch 1. Ne? In anderen Fällen ist es eben 0. Das ist einfach boolesche Algebra. Ne? Ich kann eben hier unten auch sagen, was ist denn mit a oder b? Dann seht ihr hier das Ergebnis. Da reicht es ja schon. Wenn mindestens eine der Eingaben 1 ist, dann kommt schon 1 dabei raus. Und nur wenn beide Eingaben 0 sind, kommt 0 dabei raus. Das ist also einfach boolesche Algebra, erstes Semester wahrscheinlich oder zweites. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Okay, und entweder lernt man es irgendwann oder man stellt sich über die Frage, wie viele von diesen Formeln gibt es eigentlich? Also ich sehe jetzt hier die Formel für A, die ist relativ trivial, die Formel für B ist irgendwie auch trivial. Okay, dann brauche ich sowas wie und oder. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Kombinationen, die hier theoretisch noch rauskommen könnten? Gibt es dafür auch Formeln, ja, für diese Wahrheitswertverläufe? Und man kann natürlich einfach so ein bisschen rumspielen. Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel das A mal negiere, dann landen wir zum Beispiel hier. Was ist, wenn ich das B negiere, dann landen wir zum Beispiel da, und so weiter, ne?
Okay, aber der eigentliche Sinn dieses Programms ist es zu sagen, Formeln können ja eigentlich beliebig kompliziert werden. Kann das wirklich sein, dass ich beliebig lange Formeln hinschreiben kann und trotzdem ist es im Endeffekt eigentlich nur eine dieser 16 möglichen Formeln? Und tatsächlich rechnet dieses Programm aus, welche dieser 16 kanonischen Formeln das ist, wenn man diese komplizierten Formeln von unten zum Beispiel mal eingibt. Also es funktioniert für alle Formeln. Ich nehme jetzt mal die interessanten Beispiele da unten. Was ist, wenn ich zum Beispiel a und b negiere? Dann seht ihr, landen wir hier. Das ist also dasselbe wie nicht a oder nicht b. Das habt ihr, glaube ich, auch mal gelernt bei Carol. Ja, anhand dieses Beispiels mit den Blondinen oder irgendwas. Wenn ich also eine Konjunktion negiere, dann negieren sich die Operanden und aus der Konjunktion wird eine Disjunktion. Das kann dieses Programm automatisch ausrechnen. Oder was ist, wenn ich sage, ich will, dass A oder B gilt, aber es sollen nicht beide gleichzeitig gelten? Gibt es dafür auch einen Shortcut? Ja, tatsächlich. Der Shortcut ist dafür, dass A und B verschieden sein müssen. Wenn ich also will, dass mindestens einer von beiden eins ist, aber nicht beide gleichzeitig, dann müssen sie offenbar verschieden sein. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Und tatsächlich seht ihr es ja auch, der Wahrheitswertverlauf entspricht sowohl dieser Logik als auch dieser Logik. Das ist hoffentlich nachvollziehbar. Okay, man kann aber auch nicht nur und oder nicht hier unten eingeben. Ich kann auch zum Beispiel hier diesen ternären Operator und irgendwelche Konstanten verwenden. Ich kann also sagen, wenn A wahr ist, dann schau dir mal an, welchen Wert B hat. Ansonsten soll true das Ergebnis sein. Da landen wir also hier offenbar bei diesem Wahrheitswertverlauf, den ich jetzt so spontan nicht erklären könnte. Da muss ich einmal ganz kurz drüber nachdenken. Also wenn A den Wert false hat, soll true rauskommen. Das heißt, nicht A wäre dann bereits true. Okay. Und wenn A den Wert true hat, dann wäre nicht A false. Also muss ich mir die rechte Seite angucken und B liefert dann das Ergebnis. Also es macht irgendwie Sinn. Je nachdem, was man gerade machen will, macht wahrscheinlich die eine oder andere Formel mehr Sinn. Ja, genau. Kann man da auch irgendwie, was ist, wenn ich hier stattdessen false eingebe, dann kommt zum Beispiel wieder A und B raus. Also wenn A true ist, muss auch gleichzeitig B noch true sein, ansonsten ist das Ergebnis sowieso schon false. Ah ja, hier sieht man eigentlich diese Short-Circuiting-Semantik von dem und ganz gut. Das B wird sich nur angucken, wenn A true ist. Genau, interessant. Genau, und man kann theoretisch auch sagen, mir reicht das jetzt, ich will mal wissen, was es noch so alles gibt. Dann kann man hier auf diesen Button drücken, ach nee, Entschuldigung, auf diesen Button Reveal All und dann werdet ihr alle Überschriften hier einmal sehen. Also hier nicht A und nicht B hatte ich ganz vergessen euch zu erklären. Die Gleichheit haben wir uns nicht angeguckt und dann irgendwelche Varianten, wo man eben Operatoren einzeln negiert oder auch nicht. Und diese Spalten sind auch ganz interessant, ne? False und True, die gibt es natürlich auch. Und was euch vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen ist, die Formel, die gerade aktiv ist sozusagen, wird hier auch nochmal grün hervorgehoben in der Überschrift. Also es ist schon eine ganz nette interaktive Anwendung. Alles passiert im Browser, rein mit HTML, CSS und JavaScript. Habt ihr zu der Verwendung dieser Anwendung eine Frage oder was hier irgendwas bedeutet oder ist das an den Beispielen klar geworden? Ich warte mal 5 Sekunden, ob ihr irgendwelche Fragen zu dem habt, was ich bis jetzt euch gezeigt habe, aus Anwendungssicht. Okay, dann mache ich erstmal weiter. Dann ist jetzt der nächste Schritt, sich mal anzugucken, wie wurde das denn realisiert? Also wie hat Fred das hinbekommen, dass hier sowas Tabellenartiges zu sehen ist, dass hier so ein Eingabefeld ist, dass hier solche Buttons sind, dass hier so ein kleiner Textbereich ist. Das ist also erstmal so die Elemente, die da sind. Das gucken wir uns gleich im HTML an. Wie ist dann zum Beispiel bestimmt, wie dick zum Beispiel so ein Rahmen um so eine Tabelle ist, dass das hier zum Beispiel, dass diese Überschriften fett sein sollen. Das gucken wir uns auch mal an. Und vielleicht auch diese Farbe. Und das Spannendste ist natürlich, wie kriegt man das denn, dass auch wirklich was passiert, wenn ich hier irgendwas eingebe? Da muss ja irgendwie Code ausgeführt werden. Und das ist eben das JavaScript, was dann greift. Okay, dann mache ich mal wieder unsere heißgeliebte Konsole auf. Und ich hatte mir das jetzt, wohin hatte ich mir das denn geklont? Ich glaube, ich hatte mir das nochmal in eine alternative Version geklont, wo noch so ein paar Bugs oder Unschönheiten behoben waren. So, okay. Gut. Hier sehen wir also unsere drei Dateien. Fangen wir vielleicht einfach mal mit der HTML-Datei an. Und ich schiebe das mal so ein bisschen nach rechts vielleicht. Okay, vielleicht ich mache es erstmal auf Vollbild und gleich, wenn wir mit dem Bereich durch sind, schiebe ich es nach rechts, dann verschwenden wir keinen Platz. Okay. Also als mein Informatikstudium damals
begann, konnte man davon ausgehen, dass jeder Mensch schon mal HTML geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Deswegen jetzt mal ein ganz schneller Abriss über HTML. Man hat also hier wieder diese Tags, die wir gestern auch schon in dem XML gesehen hatten. Also jede HTML-Datei fängt früher oder später damit an, dass man so ein öffnendes HTML-Tag hat und dass man dann ganz unten so ein schließendes HTML-Tag hat. Ne? Also alles dazwischen ist also mein HTML. Das steht für Hypertext Markup Language, also eine Sprache, wo ich sagen kann, ich beschreibe, wie eine Webseite aussieht. Und Hypertext war diese Idee von damals. Man kann auf bestimmte Stellen im Text raufklicken und landet dann woanders. Ja. Klingt total cool, aber es ist eigentlich nur, es sind Links auf der Webseite. Das will einem das sagen. Okay, dann klassisch besteht dann innerhalb von so einem HTML hat man immer zwei Tags, einmal den Head und einmal den Body. Im Head sind so ein paar Metainformationen, zum Beispiel was so auf der Webseite angezeigt werden, ganz also oben in der Titelleiste. Das seht ihr zum Beispiel hier, ne, da oben in der Titelleiste steht das Periodic Table of Bool. Jetzt kriege ich das wieder nicht hin, das ins Folge zu machen. Moment, so, ja. Das geht, aber ich weiß nicht wie. Also wenn einer von euch den Shortcut dafür kennt in Visual Studio Code, dann sagt es mir gerne. Vielleicht kann man das hier unten irgendwo sagen. Indent detect in Also weißt du zufällig, hast du einen Shortcut dafür? Okay, Steuerung Shift F ist bei mir Search. Was kann ich nicht einfach Format eingeben oder so? Format Document. Control Shift I. Ah, perfekt. Dankeschön für den Hinweis. So ist es hier sicherlich besser lesbar. Okay, genau, das ist also der Titel, der oben in der im Fenster einfach oben steht. Dann hier mal wieder so ein Ding, wenn man das nicht hinschreibt, beschweren sich irgendwelche Browser. Also diese HTML-Datei ist in UTF-8 kodiert. Das ist wichtig, wenn da irgendwelche Umlaute oder sowas drin sind. Hier stelle ich jetzt die Verknüpfung her zu meiner CSS-Datei, damit er irgendwie die Formatierung auch wirklich anwendet. Ich kann die Zeile ja mal spaßeshalber einmal löschen und gucken, ob sich dann hier irgendwas ändert. Ja, so, ist das, wenn ich jetzt hier irgendwas mal mache. Ja, möglicherweise muss ich hier einmal wirklich komplett neu laden mit Steuerung F5. Ach so, das ist ja gar nicht lokal auf meinem Rechner. Moment, ich muss die Datei einmal lokal von meinem Rechner starten. So, ne, dann seht ihr, das sieht irgendwie alles nicht so schön formatiert aus. Mache ich das vielleicht mal, dann schließen wir mal die andere Seite. Okay, das heißt, das machen wir rückgängig. Und dann laden wir hier nochmal neu. Wunderbar. Ne? Also das CSS legt so ein bisschen das Layout fest. Gut. Und diese Zeile 8 kümmert sich, ja, oder bindet dieses JavaScript ein, diese bool.js-Datei. Ja, wenn ich das nicht machen würde, hätten einfach, können wir auch mal ausprobieren, ich nehme die Zeile einmal weg. Kann ich nicht einfach direkt in den Browser wechseln. So, wenn ich jetzt hier einmal neu starte und sage, ne, ihr seht, es passiert jetzt überhaupt nichts mehr. Klar, die komplette Interaktivität meiner Webseite ist jetzt weg. Okay. Schön. Gut, das sind also Dinge, die normalerweise so im Head stehen. Dann kommen wir mal zum Body. Hier seht ihr, dass eine Tabelle definiert wird und das ist auch so der Löwenanteil in der ganzen Datei. Ich gehe da mal so ein bisschen runter. Hier geht die Tabelle wieder zu. Also dieser ganze Bereich kümmert sich nur um die Tabelle. Und wie ist so eine Tabelle aufgebaut? So eine Tabelle besteht aus Table Rows. Das seht ihr hier. Das ist also die erste Reihe. Jetzt kann ich eigentlich ruhig mal so das hier rüberschieben. Die erste Reihe ist diese bisher nicht sichtbare Überschrift. Ich mache das einmal kurz sichtbar, dass ihr das wirklich alles sehen könnt. So, ne, also das hier ist die allererste Reihe, die wird hier geschrieben. Ihr seht hier das False, das ist dieses False. Dann seht ihr hier A und B. Man muss mit diesen Und-Zeichen aufpassen. In HTML haben die meistens eine besondere Bedeutung, deswegen muss man diese speziell escapen. Genau, das ist also quasi einfach die erste Überschriftszeile. Ne? Und die nächste Zeile, die ihr hier seht, sind dann die ganzen Nullen, die ihr hier seht. Also es ist so ein bisschen schade. Logisch will man ja eigentlich erstmal das hier beschreiben und als nächstes das hier. Aber im Layout ist es natürlich so, dass es von links nach rechts geht. Ne? Also deswegen kommen hier erstmal die ganzen Nullen, dann kommen hier die vier Nullen mit den vier Einsen und so weiter. Ne? Und dann müsste dann nach den vier Inhalten hier die nächste Überschrift kommen. Hier seht ihr schon, hier sind wir jetzt also quasi in dieser Tabellenzeile.
Und hier wären wir dann in dieser Tabellenzeile und so weiter. Okay. Ja, Frage, gerne. Ach so, dann spare ich mir da einfach Platz, ne? Super, danke für den Hinweis. Gut, ach so, gut. Das ist also dann die Tabellenstruktur. Gut. Dann dieses P steht einfach für Paragraph, also ich brauche irgendwie einen neuen Absatz, das sorgt einfach, glaube ich, dafür, dass hier so ein bisschen Abstand zwischen den Dingen ist. Formula ist der Text, den ihr einfach so direkt seht. Und anschließend haben wir hier etwas, wo ich was eingeben kann. Das ist also quasi das hier. Und ich habe dieses Input-Tag nochmal genestet in ein Span. Das habe ich, glaube ich, gemacht, weil ich, da bin ich jetzt mir ehrlich gesagt nicht mehr 100% sicher. Da für sowas tut man normalerweise Kommentare in sein HTML oder generell in seinen Code rein. Es hatte irgendeinen technischen Grund, dass ich das mal in so ein Span reinnesten musste. Das hat offenbar mit irgendwelchen Tooltips zu tun. Das wird wahrscheinlich klar, wenn wir uns gleich das JavaScript angucken. Okay. Dann das nächste ist dieser Button. Den seht ihr hier. Dann haben wir den Button, den seht ihr da. Und hier wird gesagt, was soll eigentlich passieren, wenn auf den Button raufgeklickt wird? Es wird eine Funktion hide all aufgerufen, beziehungsweise bei dem zweiten Button eine Funktion reveal all. Und das sind Funktionen, die aus meiner JavaScript-Datei kommen. Dadurch, dass ich also das JavaScript oben hier eingebunden habe, sind diese Funktionen an der Stelle bekannt, weil die eben definiert werden in der JavaScript-Datei. Das gucken wir uns noch an. Okay. Gut, und dann haben wir hier noch diesen kleinen Textbereich, den man hier sieht. Da kann man also irgendwie sagen, wie breit und wie hoch soll der sein. Und dann steht dahinter einfach wirklich ganz normal der Text, den man hier eben auch so sieht, ne? Inklusive der Zeilenumbrüche. Also diese Leerzeile 125 entspricht quasi dieser Leerzeile hier. Und dann sieht man hier so ein paar Beispiele. Ne? Das ist einfach nur, damit der Bild uns da nicht so wie der Ochs vom Berg steht und gar nicht weiß, was er denn jetzt eigentlich machen soll in dem Programm. Ich glaube nicht, dass sich irgendwann mal jemand zufällig auf diese Webseite verirrt. Aber dann hat man zum Beispiel ein bisschen was zum Rumspielen. So, als kleines Beispiel. Okay. Gut. Zum HTML noch Fragen? Scheint erstmal nicht so. Dann schauen wir uns vielleicht mal das eingebundene CSS an, was hier also eingebunden wird. Man muss dazu sagen, bevor ich das öffne, ich bin also überhaupt kein UI-Designer oder UX-Experte oder was auch immer. Das ist also jetzt wirklich nur ein Tutorial CSS, damit man mal die Grundsyntax gesehen hat. Also hübsch ist das hier sicherlich alles nicht, was ihr hier seht. Okay, also wie sieht CSS so allgemein aus? Ich kann also zum Beispiel sagen, alle meine Tabellen sollen folgendes Layout haben. Alle meine Tabellenüberschriften sollen folgendes Layout haben und alle meine normalen Tabelleneinträge sollen folgendes Layout haben. Ne? Und dann wird es hier einfach so genestet in solche geschweiften Klammern. Und dann kann ich hier einfach so ein bisschen ja mit den Randeinstellungen rumspielen. Also was jetzt zum Beispiel auch der Unterschied zwischen den beiden ist, wüsste ich jetzt so spontan auch nicht. Damit können wir auch mal rumspielen. Was passiert zum Beispiel, wenn ich hier aus, keine Ahnung, 100 mache und hier mal jetzt neu lade. Okay, das hat also offenbar damit zu tun, wie die Abstände so zwischen den, nee, wie der Abstand zum Rand ist. Also ich glaube, hier an diesen Abständen hat sich gar nichts geändert, oder? Jetzt gucken, wenn ich das mal rückgängig mache. Ich halte mal so zwei Finger zwischen die beiden Nullen und guck mal, ob das jetzt mehr oder weniger wird. Ein bisschen weniger ist es tatsächlich auch geworden. Okay, und kann man einfach mal mit rumspielen. Okay. Achso, man kann hier auch Farben angeben und die Idee ist hier so schlau, dass er mir sogar anzeigt, wie diese Farbe aussieht. Gut. Was so ein bisschen spannend ist bei den Table-Headern, ist, dass die normalerweise versteckt sind. Ne? Ich will ja, wenn ich das Programm starte, dass man die gar nicht sieht, weil das ja so quasi so was Spielerisches ist. Erschließt dir mal diese ganzen Formeln selber, indem du hier unten was eingibst. Okay, und ich habe das hier noch Monospace gemacht. Das kann ich ja vielleicht, ich kann ja ruhig mal hier beides einmal ganz kurz wegnehmen. Dann seht ihr den Unterschied. Jetzt sind sie also von vornherein da. Und es ist jetzt nicht mehr so eine Schreibmaschinenschrift, sondern mehr so eine, ja, wie sagt man, eine Schrift, wo jedes Zeichen eine andere Breite hat. Das sieht nicht ganz so computermäßig aus. Und ich finde es eigentlich netter. Einmal noch den Schriftunterschied euch einmal zeigen. Wenn die Schrift halt so aussieht, ne? So eine Schreibmaschinenschrift. Ich persönlich finde es netter, aber das ist eben irgendwie natürlich größtenteils Geschmacksfrage.
Okay. Ah, okay. Und hier legt man, glaube ich, fest, wie breit eine so eine Spalte hier sein soll. Ja, könnt ihr auch gerne mal mit rumspielen. Und dass es eben zentriert sein soll. Ansonsten würde das eben alles links ausgerichtet sein. Das sieht meiner Meinung nach nicht ganz so schön aus, ne? Wenn also die Überschrift hier zentriert ist und das ist wieder nicht zentriert ist. Das ist einfach irgendwie doof. Okay. Ja. Und es gibt eben auch so die Hoffnung, so ein bisschen, dass man sagt, naja, ein Programmierer wird das schon irgendwie hinkriegen, hier die Elemente entsprechend in sein HTML reinzuballern. Aber dass es dann auch wirklich schön aussieht, vielleicht kann sich dann ja jemand ganz anderes darum kümmern, jemand, der da so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat. Und wenn er dann sogar seine eigene Datei zum Arbeiten hat, dann ist das ja eigentlich noch so ein bisschen netter, dann kommt man sich nicht ständig gegenseitig in die Quere. Ja. Aber auch sonst ist ja Separation of Concerns immer eine gute Idee, ne? Ich habe jetzt nicht eine riesige Datei, wo sozusagen das HTML, das CSS und das JS alles drin ist, sondern ich habe das einigermaßen nett aufgeteilt. Das ist ja auch sonst immer eine good practice in der Programmierung. Okay, also viel mehr Antworten werde ich euch auch nicht geben können zu CSS. Das ist so, jetzt ist mein Wissen eigentlich schon so gut wie erschöpft. Ja, gut, dann haben wir das jetzt wieder alles gespeichert und jetzt müsste das hier wieder einigermaßen gut aussehen. Ja. Okay, schön. Und häufig ist es auch so, dass man sich das CSS nicht von null auf selber schreibt, sondern dass man dann so Dinge nimmt wie, wie heißt es, Bootstrap, glaube ich. Das sind dann einfach so sozusagen, ich sag mal, CSS-Bibliotheken, die könnt ihr einbinden in eure Projekte und dann sehen eure Buttons schöner aus, die Tabellen sehen schöner aus, ohne dass man besonders viel tun muss. Gut, aber jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Teil, nämlich dazu. Einmal ist es ja so, wenn ich hier einfach irgendwas eingebe, passiert ja schon sofort was. Und wenn ich auf die Buttons klicke, passiert etwas. Und dazu muss ja hier irgendwas verdrahtet sein. Also diese Verdrahtung haben wir schon gesehen, aber man sieht hier überhaupt keine Verdrahtung, dass was passieren soll, sobald ich was in dieses Textfeld eingebe. Schauen wir mal, ob wir das jetzt wieder so ein bisschen besser verstehen, diese Interaktivität durch JavaScript-Code. Okay. Hier sieht man jetzt also den JavaScript-Code. Ich glaube, dann werde ich jetzt erstmal hier wieder Folge machen, dass ihr habt jetzt ja verstanden, wie das links alles aussieht. Gut. Ja, man fängt hier mit etwas an, was man eigentlich in jedem JavaScript-Tutorial früher oder später sieht. Dieser ganze Block heißt einfach nur, oder vielleicht diese Zuweisung, wenn die Webseite komplett geladen wurde, wenn also das HTML das erstmal komplett gerendert wurde und alles, dann will ich bitte eine Funktion ausführen. Ja, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein, ihr seht jetzt nicht meine Airquotes in der Webcam, eine Art Konstruktor für das JavaScript. Das ist es natürlich nicht wirklich, ne? Also etwas, dieser Code wird einmalig ausgeführt, einmal ganz am Anfang sozusagen, wenn die Webseite geladen ist. Okay, und was will ich da tun? Hier seht ihr jetzt also, ja, dass etwas passiert, wenn ich einfach Text in dieses Formelfeld eingebe. Julian, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne die HTML-Datei und die Bool.js nebeneinander sehen. Klicke ich dann einfach hier rauf und sage Split Right? Okay, das ist, dann hat es ja wunderbar funktioniert. Ja. Oh, okay. In 10 Minuten vorbei. Okay, dann machen wir einfach dann entsprechend vielleicht einfach eine Pause. Ja, sehr schön. Okay, ich werde dann ja auch sehen, dass ich hier rausfliege, wenn das Screensharing vorbei ist. Okay, wo war ich jetzt gedanklich stehen geblieben? Genau. Also, ich habe hier mein Input-Tag und dieses Tag, dem gebe ich hier eine ID. Der Sinn, seinen Tags eine ID zu geben, ist eigentlich so gut wie immer, dass ich aus dem JavaScript-Code darauf zugreifen will. Und genau das passiert hier auch. Ich kann also sagen, mein Dokument, das ist quasi diese HTML-Datei nur als Datenstruktur im Speicher sozusagen. Ich will da auf ein Element zugreifen anhand seiner ID und ich weiß, dass die ID Formula heißt. Ne? Also dieses Formula ist quasi genau dieses Formula. Wenn ich also jetzt hier statt Formula Milchreis eingebe, muss ich hier auch Milchreis eingeben. Okay, und dann habe ich das Input-Feld an der Hand und jetzt kann ich hier sagen, also ähnlich wie hier dieses Window on Load, kann ich sagen, On Input. Ich kann jetzt hier also so eine Art Callback anmelden oder registrieren und kann sagen, jedes Mal, wenn sich irgendwas ändert an diesem Input-Feld, will ich, dass diese Funktion aufgerufen wird, die hier definiert wird. Okay, und was machen wir hier?
Wir rufen erstmal eine Hilfsfunktion auf, Remove Highlight, die dafür sorgt, dass dieses grüne Highlight in der Überschrift verschwindet überall. Dann versuche ich eindeutig zu identifizieren, welche von den möglichen 16 Formeln denn da jetzt eingegeben wurden. Das ist also eine Zahl zwischen 0 und 15. Und dann sage ich, ich will in dem Dokument das Element haben mit dieser Zahl zwischen 0 und 15 als ID. Die Vermutung liegt dann ja nahe, dass diese Überschriften genau solche IDs haben. Und tatsächlich ist es auch so, ne? Ihr seht hier also, dass die Überschriften durchnummeriert sind mit einer ID von 0 bis 7 für die obere Hälfte und mit 15 bis 8 in der unteren Hälfte. Ja? Wie jetzt diese Zahl von 0 bis 15 genau bestimmt wird, ist jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. Es passiert einfach und dann weiß ich an der Stelle, ich komme an die Überschrift ran und hole mir dann den Style dieser Überschrift. Ich kann also jetzt bei jeder dieser 16 Überschriften den Style, der quasi per Default aus dem CSS geholt wurde, jetzt modifizieren für diese eine Überschrift. Und kann jetzt hier sagen, diese Überschrift soll jetzt sichtbar gemacht werden. Per Default sind ja erstmal alle invisible oder hidden. Dann sage ich, dass der Hintergrund auf grün gesetzt werden soll. Deswegen sah das aus wie so ein, ja, eben ein grüner Hintergrund in der Überschrift. Und ich setze den Tooltip der Über. Ja, und wovon ist das hier? Achso, das ist der Tooltip, den ich hier unten definiert hatte. Einen Moment. Das ist also hier. Da setze ich den Tooltip auf einen leeren String. Und falls hier ein Problem aufgetreten sein sollte, das heißt auf Deutsch, wenn der User einfach syntaktischen Quatsch angegeben hat, dann setze ich den Tooltip auf eine Error-Message, die hier von dem Catch abgefangen wird. Das demonstriere ich euch einmal kurz im Browser, was das genau bedeutet. Das heißt, wenn ich hier eingebe, zum Beispiel Fred, was sagt denn der Tooltip? Type Error Tokens to Numeric Index is undefined. Ist keine besonders tolle Fehlermeldung, aber immerhin sehe ich, dass es einen Fehler gegeben hat. Vielleicht wäre es schöner, wenn man stattdessen das Inputfeld roten Hintergrund verpasst oder irgendwie sowas. Ja? Könnt ihr ja auch mal gerne mit rumspielen. Wenn ich hier eine gültige Formel eingebe und schaue, was ist der Tooltip, dann kommt da einfach keiner. Ne? Hier ist also kein Fehler aufgetreten. Und wenn ich sage AB, dann müsste wieder irgendein Fehler kommen. Expected End. Ja, also an der Benutzerfreundlichkeit der Fehlermeldung kann man sicherlich auch noch schrauben. Okay, gut, dann gehe ich mal wieder zurück. Ja, also nochmal der Hinweis, wenn die Verbindung gleich abbricht, dann machen wir erstmal 10 Minuten Pause. Ja, also kommt dann ruhig 10 Minuten später wieder rein. Gut, das ist also das. Wo kommt dieses Remove Highlight her? Das ist hier einfach eine Funktion, die sagt, Change Table Header Style Background Color soll auf leer gesetzt werden. Und das ist auch einfach nur eine Hilfsfunktion, die ihr hier unten seht. Das ist also diese Funktion. Ich kann ihr also sagen, welchen Key will ich ändern im Style des Elements und was soll der Value dann davon sein. Das habe ich einfach hier als Hilfsfunktion gebaut, weil ich das dreimal brauche. Ich will also, wenn ich das Highlight removen will von allen 16 Headern, will ich den Background auf leer setzen. Wenn ich alle Überschriften verstecken will, will ich die Visibility auf den Default setzen. Der ist ja normalerweise hidden. Und wenn ich alle anzeigen will, dann muss ich die Visibility auf Visible setzen. Ich wollte nicht irgendwie dreimal diese Vorschleife programmieren. Okay. Und was passiert jetzt hier? Man holt sich also getElements, beachtet also hier den Plural. Ich hole mir jetzt also alle Header, das sind ja 16 Stück in meinem Dokument. Gehe da mit der Vorschleife drüber, die wir gestern gelernt haben, und sage dann bei jedem Header, ich will den Style modifizieren, nämlich ja, an der Stelle zum Beispiel Background Color will ich jetzt zum Beispiel den leeren String setzen, beziehungsweise an der Stelle Visibility will ich den leeren String setzen, beziehungsweise an der Stelle Visibility will ich Visible reinschreiben. Ja? Das ist erstmal das. Und darunter kommt jetzt, glaube ich, hauptsächlich was mit dem ganzen Parsen und so weiter zu tun hat. Also insofern wäre eigentlich jetzt schon ein guter Zeitpunkt für eine Pause, beziehungsweise ihr könnt ja jetzt vielleicht nochmal Fragen stellen. Gut, dann machen wir mal weiter. Genau, hier unten kam ja jetzt der nächste Abschnitt. Es kann sein, dass das, was jetzt kommt, dass ihr das jetzt nicht alles im Detail versteht. Das hat einfach damit zu tun, dass dann natürlich diese Formeln geparst werden müssen mit Klammern und Negationen und oder. Es geht jetzt gar nicht so um den Inhalt, was da wirklich gemacht wird, sondern dass man einfach mal versucht, schaffe ich es mit meinem Wissen von gestern, die JavaScript-Syntax zumindest zu verstehen. Ja? Also wird da gerade eine Funktion aufgerufen oder eine Funktion übergeben oder wird ein Objekt erzeugt? Was passiert da eigentlich? Da wollte ich mal so ein bisschen mit euch durchgehen. Genau. Können wir ja eigentlich ja, hier mal direkt anfangen. Ne? Was ist das denn? Also const ist ja für eine,
Variablendeklaration. Ich brauche also eine Variable namens Table und ich initialisiere sie mit dem leeren Objekt. Das ist hier einfach ein leeres Objekt, das hat also überhaupt keine Properties. Okay, gut. Dann haben wir hier ein weiteres Objekt, das heißt Missing. Also das ist ein Objekt, das seht ihr auch hier wieder an diesen geschweiften Klammer. Und das hat jetzt also zwei Properties. Die erste Property heißt Not und die zweite heißt Let. Das ist einfach, weil das so die Standardbegriffe sind aus dem Parsing-Bereich. Das ist jetzt aber völlig egal, wie die heißen. Und welche Werte haben diese Keys jeweils? Das seht ihr also hier. Der erste Wert ist so eine Arrow-Funktion und eine Lambda-Funktion. Und der zweite Wert ist auch so eine Lambda-Funktion. Okay, warum das jetzt sinnvoll ist, wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig, ne? Einfach ein bisschen Syntaxtraining. Also hier, daran erkennt ihr ja diese Lambdas in JavaScript. Okay, dann sieht man hier etwas, das ist quasi eine Fabrikfunktion, wenn man so will. Ich übergebe diese Fabrikfunktion zwei Parameter rein. Die Fabrikfunktion wird sich jetzt hier ein Objekt erzeugen, dessen Proto dieses Missing ist. Also das ist so eine spezial eingebaute Funktion in JavaScript, wo ich sagen kann, mach mir mal ein neues Objekt. Und das Unterstrich, Unterstrich, Proto, Unterstrich, Unterstrich soll eben dieses Missing sein. Das heißt, wenn man auf diesem Objekt das Not oder das Let aufruft, dann werden die hier per Default verwendet, wenn ich nicht selbst noch welche in dieses Objekt reinstecke. Okay, dann werden hier noch so irgendwelche Eigenschaften übernommen. Das Symbol wird also hier als Eigenschaft übernommen. Die Precedence wird als Eigenschaft übernommen. Und das, was ihr hier seht, ist so ein Idiom in JavaScript. Ihr habt ja gestern gelernt, wenn ich eine Funktion definiere mit zwei Parametern, dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass der Aufrufer vielleicht nur einen Parameter übergibt, ne? Und dann hätte der zweite Parameter den Wert undefined. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich erlaube das oder ich sehe das als sinnvoll an, dass die Funktion nur mit einem Parameter aufgerufen wird, falls mir der Aufrufer hier undefined reinsteckt an der Stelle, wird dieser Oder-Operator sagen, na gut, ich schaue mal, was auf der linken Seite steht. Undefined ist ja sowas wie false, das haben wir ja gestern auch kennengelernt. Dann nehme ich mal stattdessen die 0. Während wenn hier als Precedence was Echtes reingesteckt wird, vielleicht die Zahl 100 oder so, dann sagt dieser Operator, auf der linken Seite steht 100, das ist ja sowas wie true, dann muss ich ja gar nicht weitermachen, dann nehme ich einfach die 100. Ja? Also dieser Operator arbeitet auch nicht nur mit Booleans true und false, sondern man kann da beliebige Werte verwenden und es wird der Wert auf der linken Seite verwendet, wenn es nicht sowas ist wie undefined, null, not a number, null. Und es wird der Wert auf der rechten Seite verwendet, wenn hier eben sowas steht wie null, undefined und so weiter. Das ist einfach ein Idiom in JavaScript. Das würde in Java so überhaupt keinen Sinn machen. Das wäre sogar ein Typfehler. Okay. Und dann wird dieses Symbol, kurz gucken, was hier ist. Also das wird dann in diese Tabelle eingetragen, sodass man irgendwie von Symbolen auf diese Tokens abbilden kann. Wie gesagt, ist Parsing-Details, ist jetzt nicht so interessant. Aber das wollte ich euch zum Beispiel mal zeigen. Und das wollte ich euch zum Beispiel mal zeigen, weil das doch recht häufig in JavaScript Code vorkommt. Okay, was haben wir hier noch? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Okay, hier wird also diese Fabrikfunktion aufgerufen. Wir wissen ja, dass die sich hier registriert in dieser Tabelle. Und dann überschreibe ich an dieser Stelle noch die Not-Property, indem ich sage, ich will also nicht, dass da irgendeine Exception geschmissen wird, sondern stattdessen wird die den Wert zurückgeben, den ich hier reinschreibe. Ne? Auch hier kommt also wieder dieses Thema Closures zum Vorschein. Irgendwann mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, wird sie den Wert reinstecken, der in diese äußere Funktion reingesteckt wurde, obwohl die äußere Funktion schon längst wieder beendet ist. Ja, Thema Closures von gestern. Okay, ja, hier ist es so ähnlich, nur dass hier das Not irgendwas anderes zurückliefert. Warum das jetzt ausgerechnet hier sinnvoll ist, kann ich so spontan jetzt auch nicht beantworten. Okay. Ja, das geht also hier eigentlich alles nach demselben Schema. Okay. Und hier seht ihr auch mal wieder ein Beispiel dafür. Man kann also Top-Level in JavaScript-Code einfach so Funktionen aufrufen. Ne? Ihr müsst also nicht erstmal, keine Ahnung, eine Klasse schreiben und eine statische Main-Methode oder so, sondern ihr könnt einfach sagen, ich führe jetzt Code aus. Das wird einfach von oben nach unten gemacht. Okay, das heißt also, diese Funktion wird aufgerufen mit A, mit B, mit False, mit True und so weiter. Und diese Zahlen, die ihr seht, also man kann Binärliterale in JavaScript verwenden, die entsprechen im Prinzip ja, den Eintrag in der Tabelle, die ihr vorhin gesehen habt. Ne? Es gibt 16 boolesche Formeln und hier wird also diese Abbildung vorgenommen. A ist zum Beispiel die Formel in der Spalte Nummer 3, also in der vierten Spalte von links. Okay, und dann ja, passiert ja noch ganz viel mit Operatoren, das kann ich jetzt alles nicht erklären, aber man sieht hier auch wieder einfach irgendwelche Lambda-Funktionen,
die an Funktionen übergeben werden. Könnt ihr euch im Detail mal selber angucken, wenn euch das interessiert. Okay. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass man reguläre Ausdrücke in JavaScript, dass die einfach gut unterstützt werden. Reguläre Ausdrucksliterale erkennt man daran, dass sie mit so einem Slash anfangen und mit einem Slash enden. Das G steht für Global, das hat irgendwie mit irgendwelchen Matching-Details von regulären Ausdrücken zu tun. Kann man im Zweifel mal nachgucken. Dieser reguläre Ausdruck selbst ist jetzt zum Beispiel in der Lage zu sagen, ich verstehe, was ein A ist, ich verstehe, was ein B ist, ich verstehe, was False ist, ich verstehe, was True ist. Also diese Senkrechtstriche stehen quasi für Alternativen. Teilweise muss man natürlich in regulären Ausdrücken manche Zeichen escapen. Wenn ich also sage, ich akzeptiere die runde Klammer auf, dann muss ich da so einen Backslash vorsetzen, weil natürlich runde Klammer auf normalerweise in regulären Ausdrücken eine Sonderfunktion hat, nämlich das Gruppieren von Teilausdrücken. Genau. Dann hat man hier sein Gleich, sein Ungleich. Dann wird hier dieses Exklusiv-Oder wird Escape, weil auch dieses Zeichen in regulären Ausdrücken oft eine Spezialbedeutung hat und so weiter. Ne? Ich kann also in einer Zeile JavaScript eigentlich definieren, welche Atome ich so akzeptiere in meinen boolischen Formen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ja. Okay, hier seht ihr mal die Definition von globalen Variablen ohne Initialisierung. Die werden also beide den Wert undefined haben. Hier sehen wir die Funktion, die dann am Ende meine Formel passt. Auch da sind die Details jetzt nicht so ganz so interessant, aber das Interessante ist hier diese Verwendung des regulären Ausdrucks. Vielleicht können wir einmal ganz kurz verstehen, was der macht. Ich sage also hier diesen String, der reinkommt, das weiß ich einfach, dass es ein String ist, das ist ja das, was der Benutzer eingibt in dem Input-Feld, match doch mal auf diesen regulären Ausdruck hier oben und dann müsste man quasi ein Array zurückbekommen, ich glaube, es müsste ein Array sein, oder? Ja genau, ein Array quasi von allen Atomen, die in der Formel gefunden wurden. Wenn ich also sage A, Leertaste und Leertaste B, dann müsste da ein A, ein und ein B bei rauskommen. Okay. Dann sage ich als nächstes, ich wende diese Map-Funktion an. Ich weiß gar nicht, ob ihr die so kennt. Vielleicht sollte ich die noch mal ganz kurz euch demonstrieren, was eigentlich dieses Map genau macht. Vielleicht kennt ihr es aus SE3, aber ich zeige es einmal ganz kurz. Also nehmen wir an, wir haben irgendein Array mit irgendwelchen, keine Ahnung, Strings drin. Das ist jetzt mein Array, sehr schön. Und wenn ich jetzt auf dieses Array eine Map-Funktion anwende, dann heißt es, ich will ein neues Array der Größe 5 haben, wo jedes dieser Elemente einmal durch eine Funktion wandern musste. Und welche Funktion das ist, kann ich jetzt hier selber definieren. Ich kann also sagen, hey, der String, der reinkommt, mach doch daraus mal zum Beispiel die Länge des Strings. Ne? Und dann seht ihr, dann kriegt ihr ein Array, wo die Längen dieser jeweiligen Strings drin sind. Das ist also ein Standardkonzept der funktionalen Programmierung. Ein anderes Standardkonzept, wo wir schon mal dabei sind, ist zum Beispiel Filter. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich will nur Strings durchlassen, deren Länge, sagen wir mal, gleich 3 ist. Das ist dreifach gleich. Und dann seht ihr, da kommt ein Array raus, wo nur noch H und A drin sind, weil das die einzigen Strings sind, die Länge 3 haben. Also Map und Filter ist so Standardrepertoire in der funktionalen Programmierung. Okay, sehr schön. Okay, wird also offenbar nachgeguckt in dieser Tabelle, die oben definiert wurde, was das jetzt genau macht, ist wie gesagt nicht so interessant. Das Blöde ist, glaube ich, wenn diese Formel, die man eingibt, nicht auf diesen String matcht oder wenn die Formel leer ist oder so, dann kommt hier, glaube ich, irgendwie Null oder sowas raus und dann würde hier natürlich eine Null-Pointer-Exception auftreten. Ne? Um das zu verhindern, haben wir jetzt hier wieder dieses Oder-Idiom, dass ich sage, wenn hier links sowas wie undefined oder Null oder sowas rauskommt, dann verwende stattdessen bitte einfach das leere Array als Alternative. So kann man quasi aus einer Null-Referenz ein leeres Array machen und aus bestehenden Arrays sie einfach so lassen. Das ist dasselbe Idiom wie vorhin mit der Präzedenz oder Null. Okay, hier seht ihr etwas, was ich euch auch gestern beigebracht habe. Dieses Array, was aus dem regulären Ausdruck quasi entsteht, da kommt am Ende nochmal so ein Spezial-Token hinzu. Ja, das ist einfach dieses Push. Ne? Das ist das quasi, das entspricht dem Add auf der Array-List in Java. Genau. Okay, und dann wird hier irgendeine andere Funktion aufgerufen. Ja. Hier sieht man mal, dass es auch solche Postfix-Increment-Operatoren zum Beispiel gibt. Hier sieht man mal das Schmeißen einer Exception, wenn also irgendwie in dem Array von Tokens gar nicht das drinsteht, was man so erwartet. Hier seht ihr mal so eine While-Schleife. Hier seht ihr mal ein If.
Ja, das ist auch schon das ganze Programm, mehr passiert ja nicht. Also die wirklich interessanten Details kann ich euch jetzt natürlich nicht erklären, aber zumindest haben wir hier so ein bisschen JavaScript gesehen, was tatsächlich Einfluss hat auf eine dynamische Webseite. Habt ihr zu der Syntax, die ihr jetzt hier so seht, noch irgendwelche Fragen, dass ihr sagt, ich verstehe nicht, was in Zeile 100 irgendeine Klammer ist oder irgendein Pfeil oder irgendein Sonderzeichen oder so? Habt ihr auf syntaktischer Ebene da noch irgendwelche Fragen? Ah, okay, sehr gut, richtig. Das ist diese sogenannte String-Interpolation. Das bedeutet, ich will mir einen String zusammenbauen, wo 1 zu 1 erstmal Expected Leertaste steht und wo dann anschließend der Wert der Variable Expected reingeschrieben werden soll. Und das ist der Parameter, der hier reingeschmissen wird.